Hallo alle zusammen, ich freue mich, dass ihr euch alle bei diesem E-Seminar eingeschaltet habt. Und auf diesem Wege wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Und genau, die Mission des VDE ist ja VDE für eine lebenswerte Zukunft. Doch was bedeutet eine lebenswerte Zukunft, diesen Kontext auch im Zusammenhang im Klimawandel? Tun wir genug für eine lebenswerte Zukunft überhaupt? Und um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns vorgenommen, eine E-Seminarreihe im Januar zum Thema Klimaschutz und der Nachhaltigkeit und der Eingrenzung des Klimawandels zu widmen. Deswegen haben wir heute auch den Herrn Eckhard Roos, Dr. Eckhard Roos eingeladen. Und er wird euch heute zum Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Industrie, Infrastruktur, sind wir auf dem guten Wege, vieles in Erfahrung bringen. Er hat durch seine langjährige Industrieerfahrung auf jeden Fall vieles mitzubringen. Und er war zudem auch noch Vorsitzender des Arbeitskreises Energieeffizient, Fachbau und Automation des ZVI. Und zurzeit leitet er Industriesegment Management Process Automation bei Festo. Genau, ansonsten würde ich sagen, Bühne frei. Gut, alles klar. Kurz zu meiner Person. Ich bin schon relativ lang in der Branche drin, bin auch von Hause elektrischer Energieversorger und auch VDE-Mitglied, bin aber dann nach Studium und Promotion auf dem Gebiet der elektrischen Energieversorgung in ein ganz anderes Themengebiet eingetaucht, und zwar das Thema der Automatisierung verfahrenstechnischer Anlagen, also in der chemischen Industrie. War 7 Jahre bei der Höchst AG tätig in Frankfurt, war dann 11 Jahre zuständig bei ABB in Mannheim für das Automatisierungsgeschäft für genau diese Zielgruppe, und bin jetzt seit knapp 14 Jahren bei Festo in Esslingen. Festo SE und Co. KG, wie es hier dasteht, und bin dort zuständig für das Industrie-Segment und Key Account Management. Bin also im Vertrieb zuständig. Geben Sie mir noch mal 2 Minuten kurz Übersicht über Festo, weil ich gelernt habe, dass gerade im Bereich VDE, elektrische Energieversorgung oder elektrische Automatisierung, die Firma Festo nicht ganz so vertraut ist wie in anderen Bereichen, weil wir sind doch mehr noch eine maschinenbauorientierte Firma. Zweiter Punkt ist dann, wo stehen wir mit der Implementierung der Emissionsziele 2030, 2050? Und auch ein paar Statements, warum kommen wir dort nicht so richtig voran? Ich möchte dann auch ein paar Aussagen machen zu den Hemmnissen auf dem Weg zur Energieeffizienz, Nachhaltigkeit natürlich immer gleichzusetzen mit Energieeffizienz, und warum der ZVI, also der Zentralverband der elektrotechnischen Industrie, dort ein Tool entwickelt hat zur Alternativbewertung von Technologien. Und dann würde ich gerne ein bisschen in die Praxis eintauchen, und zwar, wie man das macht, welche Ergebnisse man dort erreichen kann, warum wir dort auch mit der Energieeffizienz nicht so vorankommen, welche Hemmnisse es dann wirklich aus der Praxis gibt. Und zum Schluss nochmal 2 Themen aus dem Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz beleuchten. Gut. Damit würde ich gerne starten. Festo ist ein unabhängiges Familienunternehmen in Esslingen. Wir sind ein Mittelständler, aber nicht unbedingt ein kleiner Mittelständler. Wir sind also Größenordnung 20.000 Mitarbeiter weltweit. 3 Milliarden Umsatz. 8% dafür geben wir dann roundabout jedes Jahr für R&D aus. Und wir adressieren auf der einen Seite die Fabrikautomatisierung und auch die Prozessautomatisierung mit völlig unterschiedlichen Anforderungen. Bei den Produkten gibt es die pneumatische Antriebstechnik, die elektrische Antriebstechnik im Bereich der Fabrikautomatisierung, im Bereich der Prozessautomatisierung die pneumatische Antriebstechnik. Und bei den Segmenten, die wir adressieren, die Automobilindustrie, die Chemieindustrie, Elektronikindustrie, ein sehr wichtiger Zweig, allerdings auch sehr volatil, muss man sagen, Food and Packaging, Wasser, Abwasser und Biopharma. Wir sind ganz gut durch die Krise durchgekommen. Die Zahlen liegen noch nicht endgültig vor, aber wir haben dort keine wesentlichen, muss man sagen, Umsatzeinbußen hinnehmen müssen im Vergleich zu der Pandemie vorneweg, im Vergleich zum Jahre 2019.
Was wir auch spezielle Situationen haben als Festo, wir haben auf der einen Seite die Funktionalität bzw. den Teil des Unternehmens, den ich Ihnen vorhin gerade vorgestellt habe. Das ist der Bereich hier links dargestellt, Automation mit Komponenten, Systemen und Lösungen. Wir glauben aber, dass wir die beste Ausbeute aus Anlagen auch nur dann bekommen können, wenn das Betriebspersonal und vor allen Dingen auch das Wartungspersonal dort entsprechend geschult ist. Deswegen haben wir einen zweiten Teil, den Festo-Didaktik-Bereich. Dort sind wir Weltmarktführer im Bereich Training und Consulting und auch Lernsysteme. Der eine oder andere von Ihnen ist vielleicht schon mal mit unseren Systemen in Berührung gekommen. Gut, dann kommen wir kurz zum Überblick, wo stehen wir mit der Implementierung der Emissionsziele? Hier dargestellt sind auf der linken Seite 1990, Sie sehen es hier unten links, bis zum Jahre 2018, die Ist-Werte in Bezug auf die CO2-Emission. Und ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen, nur den oberen Bereich kurz streifen. Das ist die Energiewirtschaft, das heißt, das sind die Kraftwerke. Der zweite Bereich, das ist die Industrie. Und wenn Sie die Industrie betrachten, dann haben wir eigentlich ganz gut gearbeitet in Bezug auf die CO2-Reduzierungen Anfang der 90er Jahre. Ging dann weiter, aber wenn Sie dann in den Bereich des Jahres 2000 kommen, dann sehen Sie, dass wir doch so ein bisschen flat laufen. Das heißt, hier ist nichts passiert groß, einhergehend mit der elektrischen Energieversorgung, mit den Kraftwerken, ist sogar dann leicht angestiegen. Dann kam die Krise 2009, dort sind wir runtergefallen, dann wieder flat und jetzt steigt es wieder an. Das heißt, die Aussage hier ist, dass wir eigentlich bei den Zielen im Bereich der Industrie nicht so richtig vorangekommen sind und dass wir bis zum Jahre 2030 noch einen erheblichen Hub vor uns haben. Betrachtet man dieselben Zahlen nochmal in einer anderen Präsentation, hier ist jetzt die Ist-Zahl 2019 bereits mit dargestellt. 2020 hätten wir einsparen müssen auf Basis der Ziele, minus 40% gegenüber dem Referenzwert aus 1990. Wir waren Ende 2019 bei 35,7%. Das heißt, knapp 4,5% hätten wir einsparen müssen in 2020. Muss man fairerweise sagen, wäre uns nicht gelungen, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre. Mit der Pandemie, und das sind die Zahlen, die Sie jetzt hier sehen, mit der Pandemie haben wir die Treibhausgase deutlich reduzieren können, eigentlich sogar noch über das Ziel von 40% hinaus mit 42%. Aber offen gesagt, das ist mehr der Pandemie geschuldet als wirklich unserer internen, effizienteren Produktion im industriellen Bereich. Das heißt, die Auswirkungen Pandemie zeigt man im industriellen Bereich. Wir produzieren weniger. Ein bisschen weniger, muss man sagen, was allerdings in jedem Fall auch Auswirkungen hat. Wir haben keine Messen mehr. Wir sind stärker im Homeoffice-Bereich angesiedelt. Das heißt, der Verkehr entfällt und so weiter. Also sind nicht unbedingt, und wir reisen auch weniger, gerade im internationalen Umfeld, sind nicht unbedingt jetzt wirkliche Einsparungen. Im privaten Bereich, die Auswirkungen können Sie selber beurteilen, brauche ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Und der milde Winter hat auch dazu beigetragen, dass wir hier dort deutlich vorangekommen sind. Aber wie gesagt, das ist nicht dem wirklichen Effizienzgewinn geschuldet, sondern eigentlich der Pandemie. Und ein Statement von meiner Seite hier auch ganz klar in diese Richtung. Aus meiner Sicht wird es nicht mehr so werden, wie es vor der Pandemie war. Ich nehme einfach mal das Messenumfeld. Wir haben jetzt die zweite Hannover Messe, die verschoben wird, beziehungsweise die virtuell stattfinden wird. Wir haben die Achima verschoben im nächsten Jahr. Wir haben die IFAD verschoben. Das ist eine Wassermesse bei uns. All dies hat eigentlich nur bedingt Auswirkungen gehabt auf die Umsatzentwicklung. Und da werden sich viele Unternehmen in Zukunft fragen, ist das eigentlich in dieser Form eigentlich noch relevant, um die Umsatzgenerierung zu erreichen, die wir eigentlich für den Fortbestand der Unternehmen benötigen. Also das ganz kurz hierzu. Messages, Ziele erreicht, aber im letzten Jahr konnten wir eigentlich nichts dafür. Kommen wir zum nächsten Punkt. Hemmnisse auf dem Weg zur Energieeffizienz und zur mehr Nachhaltigkeit und warum wir
vom ZVI ein entsprechendes Tool entwickelt haben. Ich bin jetzt hier beim ZVI, Entschuldigung, beim VDE und ich selber bin VDE-Mitglied ebenfalls, bin allerdings im Bereich der GMA tätig, das ist mehr beim VDI angesiedelt, aber ich habe mal diese Folie hier ausgewählt, weil hier sieht man, welche Einsparungspotenziale bestehen von der Primärenergieförderung, jetzt nehme ich mal die Gasförderung in der Nordsee, über den Transport dieses Energieträgers hin effizientere Verbrennung in den Kraftwerken, dann Netzbetrieb. Aber die Haupthebel für die Einsparung von Energie und damit zu mehr Nachhaltigkeit ist letztendlich dort in den eigenen Produktionsprozessen angesiedelt. Das heißt, durch effizientere Einzelkomponenten, wie es hier dargestellt ist, durch anforderungsgerechte Automatisierungsstrukturen, geänderte verfahrenstechnische Auslegung der Anlagen und natürlich auch durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der dort zu implementieren ist. Also Messages, die Haupthebel sind in der eigentlichen industriellen Produktion zu sehen, wenn es um Energieeinsparungen im elektrischen Bereich geht. Woran liegt es, dass wir hier nicht so schnell vorankommen? Zum einen sind das die langen Amortisierungszeiten. Wenn Unternehmen investieren, dann haben sie dort gewisse Regeln für die Amortisierungszeiten. Das heißt, wann habe ich das Geld verdient, das ich für die Investition dort ausgebe? Und das sind in der Regel relativ kurze Amortisierungszeiten, 1,5, 2 Jahre. Das ist das eine Thema, dass man hier eine relativ klare Regel hat. Das andere, was dort eine Rolle spielt, ist, dass natürlich Investitionen innerhalb eines Unternehmens konkurrieren. Investitionen in Energieeffizienz konkurrieren mit Investitionen in neue Standorte, konkurrieren mit Investitionen in neue Logistikkonzepte. Das heißt, wir haben hier dort einen Konkurrenzkampf und Energieeffizienz ist halt jetzt von der Priorisierung her, wenn es um solche Themen geht, das Unternehmen zu modernisieren, nicht unbedingt immer an der ersten Stelle. Zweite Hemmnis ist die Marktsituation der Unternehmen. Kann ich, muss ich, sollte ich noch investieren in Energieeffizienzmaßnahmen, wenn die Produktion auf der Kippe steht, wenn ich vielleicht doch lieber Markt da in China produzieren will? Sind die Geschäftsmodelle noch ausreichend? Das heißt, solche Unsicherheiten stellen dann Energieeffizienzinvestitionen in Frage. Kapitalmangel, Zugang zu günstigen Krediten. Hier macht die Bundesregierung auch einiges an Förderungsprogrammen und auch andere Regierungen in diese Richtung. Hier könnte man auch noch mehr tun, um Anreize zu setzen auf der einen Seite oder halt umgedreht, um, jetzt sage ich es mal, Strafzölle dort zu implementieren durch CO2-Steuern und so weiter. Aber da muss man halt auch immer die Wettbewerbssituation der Unternehmen im internationalen Umfeld sehen. Mangelndes Wissen über Möglichkeiten von Energieeffizienzmaßnahmen, mangelndes Interessen der Entscheider und Mangel an Ressourcen. Letztes Thema werde ich nachher nochmal ein bisschen expliziter ausführen. Hier kann man mal sehen, wie denn so der Zusammenhang ist zwischen der Rückflusszeit, also der Zeit, bis das Geld der Investition wieder verdient wird, auf der Y-Achse dargestellt, und den Auswirkungen, die ich durch eine Investition bei Energieeinsparung oder CO2-Reduktion erreichen kann. Und was Sie hier relativ einfach sehen, das ist eine Untersuchung von Danfoss auf Basis von 100 Fabrikanalysen. Was Sie hier einfach sehen können, je höher Sie die Einsparungen haben, die Sie erreichen können durch eine Investition, desto länger ist die Rücklaufzeit. Und damit ist auch die Hemmschwelle höher, diese Investition praktisch zu machen. Und das ist irgendwo schon eine Krux. Das heißt, wir können dort ordentlich investieren und viel sparen, wo wir allerdings dann auch eine hohe Rücklaufzeit haben und damit einem Risiko ausgesetzt sind, existiert der Standort noch und so weiter und so weiter. Ich möchte das nochmal an einem Beispiel relativ klar machen, das mal von der Firma Siemens ausgearbeitet wurde. Das ist noch aus dem Jahre 2010, was die Datenbasis belangt. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich hier in Bezug auf die Potenziale nicht viel verschoben hat. Sie sehen hier auf der linken Seite dargestellt
Einmal die Energiekosten in Deutschland sind also in diesem Sinne 45 Milliarden Euro im Jahr 2010. Und Sie sehen mögliche Einsparungspotenziale, was das elektrische Energieeinsparungspotenzial betrifft, in grün oder was das thermische Energieeinsparungspotenzial betrifft. Das heißt, Sie können ja auch Heizenergie sparen, indem Sie Rohrleitungen in der chemischen Industrie besser ummanteln und so weiter und so weiter. Hier ist angesetzt kurzfristig realisierbares Potenzial. Kurzfristig realisierbares Potenzial heißt eine Rücklaufzeit von 3 Jahren. Wenn ich ein wirtschaftlich realisierbares Potenzial betrachte, würde ich bis zu 25% einsparen können. Und da sind wir wieder genau bei der Annahme, was setze ich als Rücklaufzeit an, die ich betrachte? Bei dem rechten Teil, jetzt nehme ich mal einen Motor, würde zum Beispiel die Lebenszeit eines Motors angesetzt, weil der Motor über die Lebenszeit halt das Geld verdient und damit deutlich mehr einsparen kann, als im rechten Fall, also im linken Fall, wo ich nur 3 Jahre ansetze. Das ist die Krux. Und um es nochmal ganz klar zu machen, die Kollegen von Siemens haben auch ein paar Daten zur Verfügung gestellt, die ich hier aufbereitet habe. Die Kollegen von Siemens haben gesagt, okay, lass uns doch mal überlegen, wenn ich alle Motoren, die umrüstbar sind und wo es Sinn macht, auf energieeffizient, mit energieeffizienten Umrichtern ausrüsten würde. Was würde ich denn dann einsparen? Da würde ich 4,2 Terawattstunden pro Jahr einsparen. Die Kosten sind hier angenommen mit 116 Euro pro Megawattstunde. Energie, das ergibt dann Einsparungen von 480 Millionen Euro. Die Investition, die hier zugrunde gelegt wird, waren 2,5 Milliarden Euro. Zahlen sind jetzt alle nicht so sehr relevant. Sie sollten sich auf das linke Bild beschränken. Beibehaltung Status quo ist, ich mache gar nichts. Das heißt, ich fahre die Anlagen so weiter, wie sie sind. Rechts ist Umrüstung auf geregelte Antriebe. Im Vergleich zum linken habe ich hier eine Installationsphase. Ich muss die Umrichter kaufen, ich muss sie einbauen und ich muss sie dann betreiben. Das heißt, ich habe hier einen Kostenblock, der zu Beginn anfällt und ich habe hier dann den Energieverbrauch über den Lebenszyklus, der hier jetzt mit 3 Jahren, beziehungsweise nicht den Lebenszyklus, sondern den Betrachtungszeitraum, der mit 3 Jahren angenommen wurde. Und Sie sehen, bei 3 Jahren lohnt sich die Investition nicht, denn die Kosten, Investitionen plus Betriebsphase sind größer, als wenn ich gar nichts tue. Das heißt, so komme ich auch nicht in die Nachhaltigkeit hinein. Wenn ich jetzt das Gleiche, die gleichen Werte, nichts geändert, die gleichen Werte betrachte auf der Basis von 8 Jahren, dann sehen Sie Beibehaltung Status quo und Sie sehen hier den Umrüstungsanteil auf die geregelten Antriebe. Und wenn Sie einen längeren Betrachtungszeitraum haben, dann sind Sie hier auf einmal deutlich besser oder besser zumindest, Break-Even wird irgendwo Größenordnung 7 Jahre sein, 7,5 Jahre, sind Sie besser, als wenn Sie gar nichts tun. Aber Sie erreichen halt diese Savings erst nach 8 Jahren. Und das ist einer der großen Themen, warum wir hier nicht so richtig vorankommen bei der Energieeffizienz. Oder warum, Sie haben es gesehen, die Kurve war flat, oder warum wir bei den CO2-Emissionen flat sind. Das heißt, das, was wir an zusätzlichen Effizienzpotenzialen heben, wird durch eine gesteigerte Produktion wieder aufgefressen, sodass wir immer dieselben CO2-Emissionen haben. Der ZVI hat daraufhin gesagt, okay, lass uns mal ein Tool entwickeln, mit dem es relativ einfach ist, in solche Alternativinvestitionen zu vergleichen. Ein Klärwerk hat eine größere Investition alle 5 Jahre. Das heißt, man wird sich dort nicht unbedingt immer sofort mit den Themen Investitionsrechnung befassen wollen. Das heißt, man hat auch nicht die Ressourcen. Sie erinnern sich, eine der Hemmnisse waren die fehlenden Ressourcen. Das heißt, man benutzt dort Planer, man arbeitet mit Planungsbüros zusammen, die dann diese Investitionen planen und auch umsetzen. Diese Planungsbüros wiederum haben auf der einen Seite den Wunsch, das Engineering möglichst klein zu halten, möglichst kosteneffizient zu haben. Und sie wollen natürlich auch keine Risiken eingehen. Das heißt, ich spreche hier von einer Blaupausenmentalität. Im ersten Strich, davon bin ich auch schon böse gescholten worden. Die Planungsbüros ziehen praktisch eine Blaupause aus der Schublade. Heute ist das digital. Aber was bedeutet das? Das heißt, dort kommen dann Lösungen zur Anwendung,
die seit 10 Jahren dort realisiert werden. Man weiß, die funktionieren, aber über diese unheilige Allianz auf der einen Seite die mangelnden Ressourcen beim Endanwender und auf der anderen Seite diese Risikominimierung haben wir Probleme, diese neuen Technologien in den Markt hineinzubringen und in die Anwendung hineinzubringen. Der ZVI hat sich zusammengetan, 6 Firmen haben jeweils 5.000 Euro auf den Tisch gelegt, haben dieses Tool entwickelt und ich werde Ihnen dann noch 2 Beispiele zeigen, was man mit diesem Tool machen kann und wie man dort mit diesem Tool rechnen kann, sodass man auf relativ einfache Weise Excel-basiert dort Alternativ-Technologien bewerten kann und dort nicht unbedingt tief einsteigen muss in Investitionsrechnen. Das Tool haben wir zusammen entwickelt beim ZVI mit der Firma Deloitte. Das heißt, auch hier ist die entsprechende Fachexpertise vorhanden. Jetzt möchte ich Ihnen kurz ein paar Beispiele sagen, warum wir dort mit der Energieeffizienz an der einen oder anderen Stelle Probleme haben. Wir haben mit diesem Tool jetzt mal durchgerechnet, eine Anlage, eine reale Anlage. Sie sehen sie hier unten, eine Wasseraufbereitung. Eine Wasseraufbereitung im Schwarzwald. Und zwar haben wir 2 verschiedene Alternativtechnologien betrachtet. Einmal elektrische Antriebstechnik zum Betrieb, zum Öffnen und Schließen der Prozessventile und einmal pneumatische Antriebstechnik. Ich möchte vorausschicken, dass solche Anlagenberechnungen immer nicht übertragbar sind auf andere Anlagen. Man muss hier immer genau hinschauen. Was ist das Besondere bei dieser Anlage? Wir haben dort sehr reines Wasser. Wir automatisieren eine Sandbeltfiltration, eine Filtration, um dieses Wasser zu reinigen. Grob gesagt, kommt das Rohwasser in diesen Sandbeltfilter. Auf Basis der Gravitation sinkt es durch den Sandbeltfilter, wird dabei gereinigt. Die Partikel bleiben in dem Sand des Sandbeltfilters hängen und dann in dem Ablauf wird dieses Wasser dann einer Trinkwasserversorgung zugeführt oder einer nachgelagerten Reinigungsstufe. Warum betone ich das? Wir haben hier im Schwarzwald sehr sauberes Wasser, Gott sei Dank. Das heißt, diese Prozessventile schalten nur einmal pro Tag. Nur einmal pro Tag. Und das ist eine Charakteristik, die haben Sie sonst fast nirgendwo, gerade wenn Sie zum Beispiel die Automobilindustrie sehen, da kommen wir nachher noch zu einem Beispiel dazu, da haben Sie Schalthäufigkeiten, die deutlich größer sind. Einmal pro Tag und wir haben das beides durchgeplant, einmal Pneumatik, das heißt pneumatischer Antrieb, Ventilinseln in der Ansteuerung, Drucklufttank, Druckluftaufbereitung, Kompressoren für die Drucklufterzeugung. Wir haben dasselbe für den elektrotechnischen Teil, für die elektrotechnische Variante gemacht. Aktuator, Control Unit, Notstromversorgung. Das heißt, das sind die Unterschiede bei dieser Alternativtechnologie. Wir haben das Engineering komplett 2-mal durchgeführt. Wir haben eine doppelstöckige Anlage mit 4 Tanks pro Etage. Sie sehen, wir haben eine nicht sehr ausgedehnte Anlage mit 17 Metern, waren 26 Meter. Das ist alles mit Ventilinseltechnologie machbar, haben wir durchgeplant mit den Kabeln, der Ansteuerung und auch der Versorgung. Und das ist das Ergebnis. Und Sie sehen jetzt hier gerechnet mit dem ZVI auf der linken Seite, hier unten Investitionsprojekt 1 ist die pneumatische Antriebstechnik und hier unten die Investitionsprojekt 2, das ist die elektrische Antriebstechnik. Und Sie sehen hier den blauen Teil, das sind die Investitionskosten. Und Sie sehen hier oben ebenfalls den blauen Teil, die Investitionskosten. Das Grüne sind jeweils die Energieverbräuche über den Zeitraum von 25 Jahren. Was hier auffällig ist, die Energieverbräuche sind deutlich niedriger als die Investitionskosten. Das heißt, wenn Sie sich bei derartigen Anlagen entscheiden, müssen Sie die Investitionskosten betrachten. Sie können schon fast die Verbrauchskosten vernachlässigen. Das liegt daran, an der geringen Schalthäufigkeit. Gleich kommt ein Beispiel, da ist es genau andersrum. Da werden Käse bewegt und da sieht die Welt ganz anders aus. Aber hier klarer Vorteil für die pneumatische Antriebstechnik, die hier auch noch andere Vorteile hat. Aber mit einem Tool kann man das relativ einfach bewerten in diese Richtung. Jetzt noch Best Practice, noch ein weiteres Beispiel aus der Wasseraufbereitung. Das war eben jetzt ein Vergleich von verschiedenen Komponenten. Ich sprach vorhin auch über verfahrenstechnische Optimierung. Wir haben im Klärwerk Böblingen haben wir eine Optimierung gemacht zusammen mit dem Betreiber.
Ganz grob gesagt, von einer Vorklärung wird Wasser in einen sogenannten Trickling-Filter, eine Tropfkörperanlage, Sie sehen die Tropfkörper hier, hinein gedüst und nach Durchwandern dieser Tropfkörperanlage wird das Wasser einer weiteren Aufbereitung zugeführt. Sie haben hier Pumpen. Diese Pumpen sind relativ klein, muss man sagen. Die Leistung steht, ja doch, 90 kW ist schon nicht unerheblich für diese Pumpleistung. Und diese Pumpen sind immer mit einer Rückschlagklappe ausgerüstet. Diese Rückschlagklappe hat die Aufgabe, falls die Pumpe ausfällt oder falls die Pumpe ausgeschaltet wird, das Durchströmen des Mediums in die umgedrehte Richtung zu verhindern. Das heißt, diese Rückschlagklappe schließt. Sie sehen die Rückschlagklappe hier rechts und dieses Gewicht hier oben, was Sie sehen, das sorgt dafür, weil die Schwerkraft immer existiert, dass sich diese Klappe schließt, sofern hier kein Medium mehr über die Pumpe oder kein Druck des Mediums auf diese Klappe hier aufgebaut wird. Was ist der große Nachteil dieser Rückschlagklappen? Einmal haben Sie nicht den kompletten Querschnitt zur Verfügung für das Medium zum Durchströmen. Und zweitens müssen Sie immer mit der Pumpe einen Druck aufbauen, sodass diese Klappe überhaupt geöffnet werden kann gegen dieses Gewicht. Das heißt, Sie vernichten im Durchschnitt immer 5% der Pumpenergie, nur um dieses Gewicht oben zu halten. Was haben wir zusammen mit dem Betreiber gemacht? Wir haben eine Automatisierungslösung derart eingearbeitet, dass wir gesagt haben, okay, lass uns mal hier diesen einen Schieber modernisieren, beziehungsweise ja doch diesen Schieber. Wir setzen dort einen pneumatischen Antrieb drauf, sehen Sie hier oben. Der bekommt ein Signal und immer, wenn die Pumpe nicht mehr dreht, kann man heute alles einfach messen, dann schließt dieser Schieber. Vorteil, wir haben den kompletten Querschnitt zur Verfügung und wir vernichten nicht die Pumpenergie. Das war eine Return on Investzeit kleiner als ein Jahr, die wir hier erreicht haben. Und neben den rein energetischen Sachen haben wir auch ganz andere Themen hier. Der Betreiber hat uns zum Beispiel gesagt, wenn Sie diese Rückschlagklappen mit einer Steigleitung, also senkrecht eingebaut haben, und die Pumpe läuft über längere Zeit nicht, dann bildet sich auf Basis des Wassers unterhalb dieser Klappe ein Gaspolster. Und Gas hat den Nachteil, dass es kompressibel ist. Das heißt, wenn die Pumpe angeschaltet wird, bekommen Sie keine Schließung mehr zwischen dem Fluid und der Klappe. Und dann bekommen Sie praktisch die Kraft der Pumpe gar nicht mehr auf die Klappe drauf. Das heißt, dann muss jemand hochgehen, muss das Ding manuell öffnen. Also hier sparen wir 5% des elektrischen Energieverbrauchs der Pumpen, grob gesagt. Und das ist nicht unerheblich, wenn Sie sich vorstellen, dass in Summe 20% des kommunalen Verbrauchs an elektrischer Energie in den Abwasseranlagen anfallen. Jetzt komme ich zur Fabrikautomatisierung und da sieht die Welt etwas anders aus. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Da wird ein Käseleib bewegt, der hat 12 Kilo. Das passiert 60 Mal in der Minute. Sie erinnern sich, eine Schaltung pro Tag in der Abwasseranlage. Hier haben wir 60 Zyklen pro Minute. Wir haben Einschichtbetrieb und das an 200 Tagen. Was Sie generell machen bei der Dimensionierung von Antrieben, ist, Sie überdimensionieren die Antriebe. Das heißt, wenn Sie eine Drehmomentanforderung oder eine Kraftanforderung von, jetzt fantasiere ich, 1 Kilonewton haben, dann dimensionieren Sie den Antrieb mit 1,2 oder 1,4 Kilonewton, damit Sie sicher sind, dass der Antrieb auch die Arbeit wirklich vollführen kann, wenn der Standardwert mit 6 Bar des Druckluftnetzes mal vorübergehend, aus welchen Gründen auch immer, 5,5 Bar beträgt. Und wenn Sie diese Überdimensionierung zu stark übertreiben, dann haben Sie auf der einen Seite zu hohe Investitionskosten, Sie haben auf der anderen Seite aber auch zu hohe Energiekosten, weil das Volumen des Antriebs, den Sie dann füllen, ja auch deutlich größer ist im Vergleich zu einer adäquaten Dimensionierung. Und das ist das Thema, was ich Ihnen jetzt vorhin sagte, wo Sie sehen können, Sie können Energieeffizienz bei verschiedenen Antriebstechnologien nicht übertragen, sondern müssen es immer anlagenbezogen betrachten. Sie sehen hier den elektrischen Antrieb für diese Aufgabe, die blaue Linie nach 4 Jahren ein gewisses Wartungsintervall, das sind diese Kosten hier. Ansonsten der Anstieg sind die Verbrauchskosten an elektrischer Energie.
Und Sie sehen hier rot dargestellt und grün dargestellt eine Überdimensionierung des pneumatischen Antriebs und grün dargestellt die richtige Dimensionierung, eine adäquate Dimensionierung. Fakt ist aber, dass wir hier irgendwo einen Break-Even haben. Das heißt, je nachdem, welche Anforderungen Sie haben, kann ein elektrischer Antrieb durchaus die deutlich günstigere Variante sein. Deswegen sagen wir von Feste auch, nicht das Pneumatische ist besser, nicht das Elektrische ist besser. Sie müssen sich die Anlage anschauen in Richtung Energieeffizienz und dann müssen Sie auf Basis von solchen Überlegungen festlegen, in welche Richtung Sie gehen. Wir sagen auch umgedreht, wenn Sie beispielsweise neben der reinen On-Off-Anforderung, wie hier in diesem Fall müssen Sie nur so einen Käsezylinder runterschubsen von einem Band, wenn Sie neben den reinen On-Off-Anforderungen noch andere Anforderungen haben, dass Sie zum Beispiel auf einem Weg von einem Meter mit dem Aktuator bei 70 Zentimeter einen Punkt genau anfahren müssen, dann sagen wir relativ klar, dann ist der elektrische Antrieb günstiger, weil Geschwindigkeit und vor allen Dingen auch Genauigkeit ist bei einem elektrischen Antrieb höher als bei einem pneumatischen Antrieb. Man kann also nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist gut. Wir sagen, wir müssen sich die Applikation genau anschauen. Das spare ich mir jetzt. Wenn wir solche Anlagen dann in Bezug auf die Gesamtpotenziale, und jetzt kommen wir wieder zur Nachhaltigkeit, mal durchschauen, richtige Dimensionierung, wenn das Schlauchvolumen relativ gering ist, können Sie Einsparungen erreichen, Druckverluste reduzieren, ist bei pneumatischen Antrieben manchmal ein Thema, Leckagen reduzieren in jedem Fall 12% und es gibt auch die Möglichkeit über Luftsparschaltungen und Druckreduzierungen im Rückruf noch 13% zu sparen, das ist so unser Mittel, also Sie können dort einiges an Einsparungen rausholen, wenn Sie die Anlage vernünftig dimensionieren. Und dort passiert aus unserer Sicht noch zu wenig. Gut, ich würde jetzt aber ganz gern zum neuen Möglichkeiten gehen, Digitalisierung. Sie alle kennen diese Geräte hier. Ich halte sie noch mal hoch. Hier ist besser. Das ist ein Mobiltelefon und was hat jetzt das Mobiltelefon mit Digitalisierung zu tun? Wir haben bei Festo gesagt, okay, lass uns mal überlegen, wie wir eine pneumatische Antriebstechnik noch auf einen, wie wir sagen es, ein bisschen auch stolz auf das nächste Level der Automatisierung heben können. Und wir sind sehr stolz drauf auf dieses Thema, weil wir glauben, dass wir hier nicht wesentliche Fortschritte und wesentliche Vorteile erzielen können, sondern wir sagen, wir verhindern hier auch oder wir ermöglichen hier wir lösen den Widerspruch, so möchte ich sagen, wir lösen den Widerspruch zwischen Standardisierung und Flexibilität. Weil im Anlagen-Engineering, im Anlagenbetrieb, wenn Sie einen hohen Grad an Standardisierung haben, sind Sie sehr unflexibel. Und wenn Sie umgedreht flexibel sein wollen, können Sie nicht viel Standardisierung zulassen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben dieses Prinzip des Telefons übertragen auf die Automatisierung. Und was haben wir gemacht? Sie haben hier auf der linken Seite das Mobiltelefon mit den verschiedenen Funktionen. Sie können Videos drehen, Sie können SMS verschicken, Sie können fotografieren, Sie können dies und jenes machen, ein paar Leute telefonieren auch noch damit. Und auf der rechten Seite haben Sie verschiedene industrielle Anwendungen der Automatisierungstechnik. Und wir haben Hardware und Software konsequent getrennt. Das heißt, wir haben hier eine Automatisierungsplattform, eine Hardwareplattform, ähnlich wie das Mobiltelefon, ist eine Hardwareplattform. Und was Sie mit dieser Hardwareplattform machen, definieren Sie durch die Installation von Apps. Das heißt, um es flapsig zu sagen, unsere Kunden können zu Beginn des Jahres 1000 von diesen Scheiben bestellen, die hier rechts dargestellt sind. Sie müssen gar nicht wissen, was sie später im Verlauf des Jahres damit machen werden. Und sie können dann die eigentliche Funktion über App Store installieren. Auch hier wiederum dargestellt das Prinzip auf der linken Seite die verschiedensten pneumatischen Funktionalitäten. Werden zusammengefasst in diesem Motion Terminal. Wir nennen das Motion Terminal und das Motion Terminal, die Funktion wird definiert über Apps, die wir dann auf dem Motion Terminal installieren. Ich möchte Ihnen jetzt zwei Funktionen zeigen. Wir reden über Nachhaltigkeit.
Energieeinsparungen. Und eine dieser App, die wir installieren können, ist der EcoDrive. Der EcoDrive macht Folgendes. Ich starte mal das Video. Ich gehe davon aus, Sie sehen das Video. Hier sehen Sie eine traditionelle Automatisierung. Ein Arbeitshub eines Linearzylinders, ein Rückhub ohne Last, sehr wichtig. Und Sie sehen hier dieselbe Automatisierung mit dem Motion Terminal. Ich habe es jetzt, ich lasse das in der Regel dann zweimal laufen, dieses Video, um dann das eigentliche Thema zu adressieren. Ich sprach von der Überdimensionierung. Wenn Sie hier beispielsweise Überdimensionierung 50% haben, 6 Bar Netz, dann wird am Ende diese Kammer auf 6 Bar aufgeführt. Wenn Sie die Überdimensionierung haben, läuft dieser Kolben praktisch los bei 4 Bar. Die Zuführung wird gestoppt am Ende, das heißt, die Kammer bleibt bei 4 Bar und der Rückhub, die Einsparungen werden umso größer, weil beim Rückhub keine Last vorhanden ist. Das heißt, der Kolben läuft unter Umständen schon bei 1 Bar los. Das heißt, Sie sparen hier durch die Installation dieser App bis zu 70% des Druckluftverbrauchs. Und das ist nicht unerheblich. Eine zweite App, die wir hier installiert haben, die Sie zusätzlich zu dieser Eco-App installieren können, und das ist alles digital, ist ein Leckagetest. Ich sprach vorhin von Leckagen, die Sie hier messen können, beziehungsweise die Sie suchen müssen. Hier können Sie nach einem gewissen Zeitraum von Schaltungen können Sie einen automatischen Leckagetest machen. Hier wird praktisch hier oben abgesperrt, die Schläuche werden unter Druck gesetzt und es wird dann schlicht und einfach in dem Nicht-Arbeitsmodus geprüft. Bleibt der Druck, habe ich keine Leckage, verringert sich der Druck, habe ich eine Leckage. Der große Vorteil dieser App ist, Sie bekommen die Diagnosefunktion direkt zugeordnet zu dem pneumatischen Antrieb. Das heißt, Sie müssen jetzt hier nicht unbedingt warten, nicht unbedingt in einem ausgedehnten Netz suchen, wo ist die Leckage, sondern Sie bekommen sie direkt gemeldet. Und das Dritte hat jetzt mit Nachhaltigkeit, nee, habe ich gar nicht da, oder? Und hier jetzt eine Anwendung, kommt noch, ich weiß es. Hier haben Sie einen Flexpicker, nicht Flexpicker, sorry, sondern eine Sackabfüllung, einen Rotary Packer in der Zementindustrie. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, warum wir mit der Nachhaltigkeit relativ noch Nachholbedarf haben in der Industrie. Dieser Rotary Picker füllt Zementsäcke ab, das heißt, er greift bei einer Drehumbewegung einen leeren Sack, dreht sich dann mit dem leeren Sack. Während des Drehvorganges wird der Sack befüllt. Wir haben 12 dieser Stationen hier. Dann wird er am Ende der Drehbewegung verschlossen und der Sack wird auf ein Band dort geschubst. Wir haben für diesen Vorgang 3 pneumatische Antriebe auf diesem Rotary Packer, 5 Mal pro Minute wird diese Drehung erfolgt. Das heißt, jeder Antrieb bewegt sich 5 Mal pro Minute. Wir haben also hier relativ häufig Schalthäufigkeit. Auch das haben wir mit dem V-Term gerechnet, mit unserem Motion Terminal, mit der Eco-App. Und Sie sehen jetzt hier etwas, wie es sich üblicherweise darstellt. Das links ist die traditionelle Automatisierung, wo die Kammern immer aufgefüllt werden auf 6 Bar, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und hier haben wir mal ausgerechnet über einen Zeitraum von, ich glaube, 20 Jahre waren es in diesem Fall, die Lebenszykluskosten. Sie sehen also im Vergleich zum Wasserwerk völlig unterschiedliche Verhältnisse. Investitionskosten sind niedriger als die Verbrauchskosten. Und Sie sehen hier, was Sie einsparen können an CO2-Emissionen, was Sie an Nachhaltigkeit erreichen können, wenn Sie auf diese neue Technologie übergehen. Die Technologie ist aber leider etwas teurer, weil sie halt diese Intelligenz drin hat, weil es eine wirklich digitale Komponente im Feld ist. Sie ist um 20% in den Investitionskosten teurer und sie ist in Bezug auf den Energieverbrauch deutlich geringer. Das heißt, über einen Zeitraum von 20 Jahren spart würde der Endkunde 33% sparen. Selbst bei 5 Jahren würde er schon 10% sparen. Das Problem an dieser Technologie ist, das sind Lieferungen von OEMs. Es gibt also Firmen, die diese Sackabfüllungen produzieren. Das heißt, die würden ihre Investitionskosten durch diese neuen Technologien nach oben bringen. Das heißt, sie würden sich in ihrer Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber jemandem, einem Wettbewerber schlechter stellen, der bei der traditionellen Instrumentierung bleibt. Das ist der blaue Balken. Der Endkunde hat aber den großen Vorteil, müsste aber einen höheren Preis zahlen. Das heißt, hier wird auf der einen Seite der Vorteil der niedrigen Investition, der fällt beim OEM an, aber der Vorteil der reduzierten Kosten und damit auch der Nachhaltigkeit für die Gesellschaft, für die Umwelt, der fällt beim Enduser an. Und da haben wir nach wie vor ein Problem, das über die Enduser zu überzeugen, beziehungsweise die OEMs zu überzeugen, auf diese neuen Technologien umzusteigen, weil Werbung mit Nachhaltigkeit ist momentan immer noch nicht so das Thema, muss man leider Gottes sagen. Und jetzt kommen wir zu meinem Favorite. Hat leider mit der Nachhaltigkeit nichts zu tun, aber das ist eine ganz tolle Applikation. Digitale Komponente im Feld, ganz neu. Sie haben hier drei Arbeitsmaschinen, jede soll mit einer Sekunde dort arbeiten. Sie sehen, die arbeiten hier treu. Der eine muss jetzt doppelt so schnell arbeiten wie die anderen. Sie sehen hier, das ist alles kein Problem. Funktioniert hier fantastisch. Was ist jetzt der Witz an der Sache? Die Definition der Arbeitszyklen erfolgt digital. Das heißt, diese Zykluszeiten machen Sie bisher mechanisch durch Einstellung von Drosseln am Antrieb selbst. Hier erfolgt das Ganze digital und das Motion Terminal dort trainiert in 5 Arbeitszyklen, 6 Arbeitszyklen, wie der Druckluft, wie das Druckluftprofil aufzubauen ist, damit der Sekunde-Zykluszeit erreicht wird. Das heißt, hier sparen Sie die manuelle Einstellbarkeit, was aber noch viel wichtiger ist. Sie können das nicht mehr dejustieren, habe ich mir über Anwender sagen lassen. Das ist manchmal ein großes Problem in Anlagen, dass jemand, der dem Unternehmen Böses will, einfach mal mit dem Schraubenzieher dejustiert und damit die Zykluszeit verstellt, ist hier nicht mehr möglich. Und noch viel besser, während des Betriebes überwacht das Motion Terminal diese Zykluszeiten und sendet im Falle einer Abweichung einen Trigger an ein überlagertes System. Das heißt, hier haben wir aus meiner Sicht eine Komponente, die geht schon, eine digitale Feldkomponente, die geht schon in die Richtung autonome Systeme, weil sie autonom praktisch diese Zykluszeiten bei Abweichungen anpasst. Und wir haben bewährte Technik, nämlich Pneumatik, kombiniert mit Digitalisierung zu einer richtigen digitalen Feldkomponente. Kommen wir zurück zum Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist aus unserer Sicht ein Überbegriff für die ganzen Begriffe, die Sie hier sehen. Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning. Keine Sorge, ich möchte da nicht durchgehen. Ich könnte Ihnen das auch gar nicht erklären, alles im Detail, was dahinter sich verbirgt. Aber ich möchte zumindest mal die Ansätze, die wir momentan im Haus schon haben, auch in Richtung Energieeffizienz und vor allen Dingen auch Ressourceneffizienz, die wir derzeit umsetzen. Sie können solche künstlichen Intelligenz-Tools installieren, einmal on-edge, wie es so schön heißt, das heißt direkt an einer Montagekomponente, on-premise, auf Unternehmensleitebene oder in the cloud. Je nachdem, welche Art von Monitoring Sie machen wollen und Analyse Sie machen wollen. Wenn Sie zum Beispiel einen Verbund von Sensoren, den Sie weltweit ausgeliefert haben, jetzt denken Sie an die Firma Krone, die Firma Entos nach Hause, monitoren wollen, dann macht es Sinn, dass Sie die Performance-Daten in der Cloud analysieren, denn dort haben Sie alle Daten weltweit verfügbar. Wenn Sie on-edge gehen, dann wollen Sie in der Regel monitoren eine Produktionsanlage. Was haben wir gemacht? Und jetzt kommen wir zu einem realen Beispiel aus der Automobilindustrie. Wir haben mit einem Kunden zusammen, mit einem Produzenten, eine Schweißanlage dort analysiert. Sie sehen hier einen Bock, wo zwei Teile zusammengeschweißt werden. Das heißt, das funktioniert so, die zwei Teile werden über Roboter angereicht. Sie werden dann über diese pneumatischen Antriebe, die Sie hier sehen, über Spanner fixiert. Dann erfolgt der Schweißvorgang. Wenn der Schweißvorgang abgeschlossen ist, greifen wieder Roboter die dann zusammengeschweißten Teile und bringen sie zum nächsten Bearbeitungsschritt und das Ganze passiert von neuem. Wir haben dort Taktzeiten von 1,5 Minuten, das heißt, ein derartiger Schweißvorgang dauert ungefähr 1,5 Minuten und wir haben in einem der Automobilwerke in Deutschland
400 Störungen im Jahr von derartigen pneumatischen Antrieben. Jetzt können Sie sich überlegen, 400 Störungen kam für mich sehr viel vor, muss ich sagen. Allerdings, wenn Sie die installierte Grundgesamtheit von 120.000 von diesen Installationen anschauen, dann ist das eigentlich nicht so sehr viel. Nichtsdestotrotz 1,5 Minuten, wenn der Ausfall stattfindet, muss der Antrieb ausgetauscht werden, jemand muss ins Lager laufen oder man hat die Antriebe vielleicht sogar schon vor Ort. Nichtsdestotrotz, es geht Produktionskapazität verloren. Und jetzt kam das Thema, wie kann man das vermeiden? Und da haben wir Folgendes zusammen gemacht. Sorry für den Mix hier in der Sprache. Hier steht mal Leckage, hier steht Friction, muss natürlich hier Leakage heißen. Wir haben hier verschiedene Fehler simuliert auf dieser Installation. Und zwar Leckage in der Zuleitung. Wir haben den Fehler simuliert, Leckage intern am Kolben. Und wir haben Fehler wie zunehmende Reibung simuliert. Und Sie können dann, wenn Sie diese Fehler simulieren, auch Messungen machen. Und zwar haben wir gemessen, die Zeitdifferenz zwischen der Ansteuerung des Vorsteuerventils für diesen Antrieb, das heißt zwischen dem Moment, wenn wir Druckluft draufgeben und dem Moment, wenn er auf Basis dieser Druckluft seine Endposition verlässt, der Antrieb. Und dann haben wir die Zeit gemessen, bis er die zweite Endposition erreicht. Und diese zwei Messungen haben wir gemacht und haben dann gesehen, und natürlich den Rückweg ganz genauso. Und dann haben wir gesehen, je nachdem, wo die Leckage ist, haben wir dort andere Reaktionen. Ich nehme einfach mal die Leckage an dem internen Kolben. Das heißt, interner Kolbenleckage heißt Überströmung von der Druckluftkammer von der einen Seite auf die andere Seite. Sie sehen hier, möchte das jetzt technisch nicht erklären, das würde zu weit führen. Sie sehen hier, dass sich alle Zeiten in die gleiche Richtung verändern. Alle Zeiten werden länger. Während wenn Sie Leckage an der Zuleitung zu der ersten Kammer haben, dann werden halt Zeiten kürzer, beziehungsweise werden länger und kürzer. Die Aussage ist, je nachdem, welche Art von Störung Sie haben, verändern sich diese Zeiten in einer anderen Form. Und der große Vorteil ist, dass Sie jetzt diese Zeiten durch künstliche Intelligenz on Edge überwachen können. Das heißt, Sie können das System trainieren. Wie sieht denn eigentlich der Gutzustand aus? Das heißt, Sie kriegen, wenn Sie diese schnellen Häufigkeiten haben, 1,5 Minuten pro Taktzyklus, bekommen Sie hier relativ schnell eine gesunde Datenbasis und können dann Anomalien auch erkennen. Und wir haben uns in diesem Zusammenhang zusammengetan mit einer Firma Resolto. Das heißt, wir haben diese Firma übernommen, die sich mit diesen Datenanalysen sehr gut auskennt. Und aus meiner Sicht ist es hier ein großer Vorteil, wenn wir auf der einen Seite die Firmen haben, die Anomalien erkennen können, die allerdings eben halt nur datengetrieben sind. Während wir als Ingenieure von Festo, wir können jetzt hier schon auf Basis der unterschiedlichen Reaktionen, der unterschiedlichen Änderungen dieser Daten erkennen, dass wir hier oder welche Art von Fehler vorliegen könnte. Das heißt, wir könnten hier schon gezielt anfangen, diese Anlage zu untersuchen. Und die Aussage ist, wenn wir das installieren, dann kommen wir wieder zur Nachhaltigkeit, dann glauben wir, dass wir sich anbahnende Fehler schon mit einem gewissen Vorlauf von 8 Tagen erkennen können, weil Leckagen deuten sich langsam an. Die Löcher werden langsam größer. Reibung, zunehmende Reibung deutet sich langsam an. Diese Anomalien erkennen wir und können dann ganz gezielt vorgehen und können in einem geplanten Stillstand diese Fehler beheben. Und dann sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn wir diese Fehler verschieben können, beziehungsweise die Fehlerverhebung verschieben können, dann heißt das natürlich auch, dass wir eine höhere Produktivität haben. Und höhere Produktivität heißt natürlich wiederum umgedreht, dass wir Ressourcen schonen, in diesem Fall Druckluft und damit auch CO2-Emissionen. Zusammenfassend, ich glaube, dass wir mit Automatisierung noch eine ganze Menge an Effizienz heben können innerhalb der Anlagen. Ich glaube aber, dass wir an der einen oder anderen Stelle doch umdenken müssen in diese Richtung. Wir müssen in Richtung gehen,
dass wir von Unternehmen her auch längere Rückflusszeiten zulassen. Die Schweizer Regierung hat dort ein interessantes Förderprogramm vor 3 Jahren gehabt. Das hat Fördermaßnahmen aufgelegt, da konnte sich jeder für bewerben, egal ob Kommunen oder ob Industrieunternehmen. Aber die haben nur Maßnahmen gefördert, wenn die Rückflusszeit größer als 5 Jahre war. Warum haben sie das gemacht? Weil sie gesagt haben, also sie erinnern sich an die einen Kurve, lange Rückflusszeiten, hohe Einsparungen oder umgedreht, hohe Einsparungen erfordern, die ihr Ziel will, erfordern auch höhere Investitionen und damit auch längere Rückflusszeiten. Man wollte also dort ganz brachial in diesen Hub hineingehen und hat deswegen ganz klar gesagt, Rückflusszeit unter 5 Jahre wird nicht gefördert, müsste das Unternehmen einen eigenen Anreiz haben. Das ist auch das, was hier in dem zweiten Punkt gemeint ist. Optimierung, energieeffiziente Produktion ist ein Muss in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Umfeld. Wir haben hier auch seitens der Industrie auf der einen Seite die Produkte dafür entwickelt und auch die Tools, um sie vergleichbar zu machen. Und aus meiner Sicht, und dieses letzte Beispiel oder die letzten beiden Beispiele mit der digitalen Feldkomponente der Eco-App und die bis zu 70% der elektrischen, der pneumatischen Energie einsparen kann und damit auch der elektrischen Energie für die Kompressoren. Dort ist einiges machbar. Wir müssen nur noch stärker diesen Konflikt angehen. Wo fällt der Nutzen an? Wo fallen die Investitionen an? Sie erinnern sich an das Beispiel der Zementsackabfüllung, wo die Investitionen zunächst mal im Bereich der OEMs höher sind, der Verkaufspreis ist höher, aber umgedreht der komplette Nutzen fällt beim Endkunden an und er hat über den Lebenszyklus eine deutlich bessere Situation und kann deutlich mehr einsparen. Gut, das kurzen Überblick. Ich hoffe, ich habe einen guten Überblick geben können, welche Hemmnisse es vor allen Dingen auch gibt und wo wir vor allen Dingen auch im industriellen Umfeld mit der CO2-Reduzierung liegen. Ansonsten bedanke ich mich sehr recht herzlich bei Herrn Dr. Roos für den spannenden Vortrag. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Nachhaltigkeit ein sehr breitflächiges Thema ist und man diese Fragen, die wir diskutieren wollten, nicht einfach so zu beantworten sind und es eine gewisse Tiefe erfordert. Ja. Genau. Und vor allen Dingen habe ich ja jetzt nur den industriellen Aspekt beleuchtet. Es gibt ja dann auch den Verkehrsaspekt und die ganzen anderen Aspekte. Ja. Genau.